Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Wir sind zurück bei Portal Knights und wie angedroht will ich mir diese Mineralien hier nicht entgehen lassen. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit, genauso wie das Kupfer. Wobei ich die Vermutung habe, wenn wir zügig vorwärts kommen, werden wir bestimmt Kupfer irgendwann gar nicht mehr brauchen. Also wir haben es ja jetzt schon gesehen, wir werden Eisen brauchen, um unseren... Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Das ist nicht die Werkbank, aber quasi, ja, unsere Werkbank für... Oh, unsere Werkbank für uns als Waldläufer. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, wie sie heißt. Braucht schon Eisen, um einmal geupgradet zu werden. Und ja, meine Vermutung ist tatsächlich, dass wir dann einige Sachen auch mit Eisen bauen müssen. Wie einen neuen Bogen, wie neue Rüstung, alles sowas. Vor allen Dingen bin ich gespannt. Wir haben ja jetzt auch diese, in der letzten Folge, diese Schuppen gebraucht, um überhaupt Rüstung bauen zu können. Ich bin gespannt, was wir noch so an Sachen brauchen werden, wenn wir die nächste Rüstung, die nächsten Waffen, pipapo, bauen wollen. Das wird auf jeden Fall noch spannend und interessant. Was ebenfalls noch interessant ist, was ich unbedingt machen sollte, ist besseres Abbauwerkzeug bauen, denke ich. Vielleicht tut's die hier noch einen Moment, aber ich glaube, wir werden mit Sicherheit noch eine Kupferachse oder sowas bauen können, oder? Habe ich dummerweise nicht geguckt, hätte ich vielleicht nur noch machen sollen. Naja, wir werden ja irgendwann auf jeden Fall nochmal zurückgehen müssen, schon alleine, wenn wir unsere Taschen wieder gefüllt haben. Gibt's da noch mehr? Genau, schon alleine, wenn wir unsere Taschen gefüllt haben und da nichts mehr reinkriegen, müssen wir zurück, weil wir wollen ja nichts verkommen lassen oder zumindest nur sehr wenig. Und dann können wir vielleicht auch mal gucken. Ja, ich habe gesehen, da war noch mehr. Aber ich will eigentlich, will ich in den Dungeon. Ups, Nase killert. So, sorry. Dann schauen wir mal hier rein. Okay, es geht hoch und runter. Was ist denn das? Was ist denn das? Seht ihr das auch? Oder vielleicht seht ihr es so besser. Ich glaube, das ist ein Bug. Gut, wir gehen erstmal hoch. Ich weiß nicht, wir waren ja schon hier auf dieser Karte. Ob wir hier oben schon waren, das ist tatsächlich schon zu lange her. Ich kann mich nicht erinnern. Oh. Okay, komm, komm, zack. Ja, nice. Und wieder was Gelbes, das ist sehr gut. Wie gesagt, ich bin der Meinung, wir brauchen diese gelben Fragmente bzw. diese gelben Steine, um zum Boss zu kommen. Kann das sein? Weil, warum sollten wir sonst immer blaue... Ui, ist das Duster. Oh, da war ein Gegner. Ich habe ihn genau gesehen. Warum sollten wir immer blaue haben und dann gelbe? Ich würde sagen, gelbe sind dann irgendwie dann doch was Besonderes, oder? Und da das schon so aussah, als würde... Okay, ich buddel mal ganz kurz hier lang. Das schon so aussah, dass es von hier aus zu dem Boss geht, vermute ich einfach mal ganz stark, dass wir bestimmt die gelben brauchen. Ich will gar nicht zu weit buddeln, aber wir hatten doch jetzt schon ein paar Mal das Glück, dass direkt dahinter dann... Na gut. Oh, die nehmen wir mit. Die gefällt mir. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Wir haben immer noch nicht, oder ich habe immer noch nicht, unser Haus richtig ausgestellt. Das heißt, ich werde wieder suchen. Ah, da werde ich mir bei Zeiten echt was einfallen lassen müssen. Dass ich das dann besser finde und nicht jedes Mal ewig suchen muss. Sehe ich das richtig, dass wir bald schon wieder leveln? Das finde ich natürlich cool, dass man hier so einen Kram mitnehmen kann. Ja, ich will es auch nicht übertreiben. Ein paar Sachen davon nehme ich mit. Ich weiß auch noch gar nicht genau, wie sehr ich das hier machen möchte mit Ausbauen von... Noch ein Wasserspeier, ne? Mit Ausbauen von zu Hause, mit Schönmachen und Pipapo. Ich finde es natürlich sehr cool, wow, dass das geht. Keine Frage. Roll. Aber eigentlich möchte ich es doch mehr als RPG-Titel zocken, oder? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Wie verhält sich das bei euch? Da mal eine Fackel runterschmeißen, einfach mal um zu sehen, wo es da hingeht. Okay, ich wollte eigentlich zur Seite rollen, aber na gut, nach hinten rollen ist auch eine Variante.
Wir droppen hier ziemlich... Wow. Wow. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, als der auf einmal auftauchte. Okay, nehmen wir das auch noch mit, dann haben wir zwei. Nehmen wir das auch noch mit, dann haben wir drei. So. Und hier geht's weiter mit den Gegnern. Ja, müsst ihr mir mal sagen, wie ihr das handhaben wollt. Wollen wir es wirklich als RPG-Titel aufziehen? Oder wollen wir auch so Minecraft-like versuchen, ein bisschen aufs Bauen zu gehen? Ich bin da relativ offen und für viele bis alle Schandtaten bereit. Müsst ihr mir sagen. Müsst ihr mir sagen. Ich würde mich sowieso sehr über Feedback freuen von euch, wie ihr dieses, dieses Game findet. Ich bin mir auch noch gar nicht so einig, das hatte ich ja, glaube ich, ganz zu Anfang gesagt, wie wir uns aufstellen wollen. Oh, nice, 4 Schuppen, okay. Keine Ahnung, ob wir die künftig noch brauchen werden. Ja, wie wir uns aufstellen wollen werden, wenn das Spiel tatsächlich offiziell Release hat. Ich habe auch schon überlegt, dass wir einfach sagen, okay, wir zocken jetzt noch eine ganze Weile weiter, bis der Release dann kommt. Und gegebenenfalls fangen wir dann einfach nochmal eine komplett neue Season an. Wäre doch auch eine Variante, oder? Geht's hier weiter? Weil ich denke mal, wenn... wenn das nochmal, wenn... Na, kriege ich den Satz vielleicht auch vollständig? Sollen wir nochmal runterplumpsen? Wow, da ist ja so richtig viel los. Wenn das Spiel tatsächlich komplett Release hat und richtig rauskommt, denke ich, wird es noch viel mehr Inhalte geben. Also vor allen Dingen erwarte ich eine richtige Storyline noch. Jetzt ist es ja so, ja okay, wir wissen, es geht darum, dass wir die Welt zusammenfügen sollen, dass sie aus den Fugen geraten ist. Naja, nicht so richtig, ja, ihr wisst schon. Und dass wir als Portal Knights, als Portalritter, das entsprechend wieder gerade rücken sollen. Aber, oh. Ich kann mir vorstellen, wenn es wirklich richtig, dann komplett raus ist und offizieller Release hat und so, das gibt dann noch mehr Türme, sag mal, Leute. Und ein Häuschen, schön. Das, da hinten ist noch mehr. Das, man. Kann ich vielleicht mal den Satz beenden? Was bist denn du? Ein fliegendes Tier. Okay, schön. Ja, dass die Story noch ein bisschen umfangreicher gemacht wird. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Flauschige und nicht so flauschige Tiere für jedermann. Ach was. Ja, welches von den Süßen darf es sein? Wie jetzt? Ach was. Es gibt Begleiter? Oder was? Kaufen. Okay. Schwarze, graue Katze, schwarze, grüner Frosch, okay, braune Eule, schwarze Eule, graue Ratte, weiße Ratte. Und können die dann irgendwas verkaufen? Okay, das bringt alles irgendwie nicht so viel. Also das hier werde ich definitiv nicht verkaufen, das hier bringt irgendwie gar nichts. Ja, okay, sowas bringt was. Verstehe, Möbel zu verchecken. Oh, wenn wir dann Dungeon ausräumen würden, könnten wir echt Kohle machen. Die bringen auch gar nichts, weil du keine Ahnung hast. Das hier werde ich verkaufen. Warum? Weil wir es einfach nicht brauchen. Und tschüss. Kleiner Mana-Trank. Ja, weiß ich nicht. Okay. Was für ein Tierchen wollen wir uns denn holen? Ich werde mir, glaube ich, erstmal eine graue Ratte kaufen. Einfach nur, weil, ja, wir sie uns leisten können. Und 40, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ein Frosch? Eine Katze? Ich weiß, eigentlich wäre ich ja für eine Eule. Eigentlich wäre ich für eine schwarze Eule. Ich habe... Oder? Ich kaufe jetzt erstmal die hier. Graue Ratte. Okay, und... Plaudern? Jeder liebt knufflige, wuschlige, kleine Tierchen. Okay. Jeder liebt knufflige, wuschlige, kleine Tierchen. Das sagtest du schon. Okay, tschüss. Haben wir jetzt? Haben wir jetzt? Und nu? Ah! Oh, cool! Seht ihr das? Wir haben eine kleine Maus. Oder nee, es war eine Ratte, ne? Egal, wir haben ein Tier... Wow, ein Tierchen! Cool! Keine Ahnung, ob es was kann oder was es kann. Aber wir haben ein Tierchen. Ich hoffe, es kann nicht draufgehen. Doch, bestimmt kann es draufgehen, oder?
Wie ist denn das, wenn wir uns zu schnell fortbewegen, portet es sich hinterher? Ne, da unten versucht es schon durch den Zaun zu kommen und kommt nicht klar, oder? Und wenn ich jetzt so weit weggehe? Hört ihr es fiepsen? Oh, da hinter mir scheint es gespawnt zu sein. Und ich habe es schon wieder verpeilt. Wir waren in dem Turm drin, ne? Wir gehen mal hier lang. Boah, das finde ich ja cool. Es gibt Pets. Also ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon Tiere gibt. Weil, Early Access und so. Ja. Was habe ich noch vorhin? Oh, daneben. Wir sind ausgewichen. Ach komm, habt ihr nicht so... Der kann treffen, aber wir nicht. Ja, jetzt schie... Ach, weil ich doof bin. Klar, weil ich einen Erdblock in der Hand habe. Wie soll ich da schießen? Okay. Gut, das habt ihr jetzt nicht gesehen, dass ich versucht habe, mit dem Erdblock zu schießen. Das kann jedem mal passieren. So. Ich komme gar nicht drauf klar, dass wir jetzt eine Ratte als Kumpel haben. Finde ich gut. Finde ich echt nice, dass sie das im Early Access schon reingebracht haben. Cool. Cool, cool, cool. Gegner? Gegner. Ja, okay. Da habe ich beim letzten nicht drunter geguckt. Beim letzten Turm. Hätte ich das machen sollen? Nö. Okay. Hätte ich nach oben gucken sollen? Ja, ich weiß, komische Optik, aber wir gucken mal ganz kurz nach oben. Oh nein. Heißt das jetzt, ich muss mehr mit den Tasten arbeiten? Heißt das jetzt, ich muss in den anderen Turm on? Aua. Auch nochmal nach oben. Level up. Nice. Wir sind Stufe 10. Heißt das nicht, wir kriegen jetzt einen Skill dazu? Das gucken wir uns sofort an. Da bin ich nämlich auch neugierig. Wir brauchen echt besseres Werkzeug, oder? Okay, jetzt hat das mit der Kohle auch echt Sinn. Cool, cool, cool. Ey, Vorsicht. Cool, cool, cool. Ich habe ja noch am Anfang so gedacht, so, okay, Geld, wofür brauchen wir Geld? Und dann haben wir den einen Händler gefunden, wo ich Bomben kaufen konnte. Da war ich ja irgendwie nicht so angetan von. Ach, da haben wir das im Übrigen. Cool, da sieht man auch, wo es drauf ist. Schön. Wir wollen dahin. Das heißt, wir machen jetzt hier zwei und da eins. Einfach, weil ich in der letzten Folge nicht mehr sicher war und hier gelevelt habe. So, was haben wir denn hier? Ausweichchance. Gewährt 10% Chance, dass gegnerische Attacken nicht treffen. Ausweichmanöver. Nach erhaltenem Schaden wird deine Bewegungsgeschwindigkeit für 2 Sekunden um 30% erhöht. Ausweichmanöver, ne? Okay. Nach erhaltenem Schaden wird deine Bewegungsgeschwindigkeit für... Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht. Ansonsten gewährt eine 10%ige Chance, dass gegnerische Attacken nicht treffen. Ja, das ist nicht schlecht. Für 2 Sekunden um 30%. Ich nehme erstmal das. In der Hoffnung, dass wir gar nicht getroffen werden. Okay, der nächste Skill mit 15. Oh, bis Level 30. Schön, gut, super. Dann gehen wir jetzt runter. Dann gehen wir jetzt runter in den Dungeon. Ich mache erstmal diesen hier. Ich muss mich daran gewöhnen, mit den Tasten zu arbeiten. Da nicht durchzuscrollen, sondern wirklich mit den Tasten. Ich habe jetzt aber immer noch keine Ahnung, was die Viecher machen. Ich glaube, sie greifen nicht mit an, ne? Oder? Gut, ob wir jetzt hier eine Tür... Das sieht schon wieder so verdächtig aus. Okay, zack, komm. Sehr schön. Ja, also ich lege es natürlich nicht darauf an, getroffen zu werden. Ich versuche trotzdem weiterhin immer schön auszuweichen. Na, kommst du? Oh, ja. Upsala. Genau, aber wenn man dann mal getroffen... Was haben wir da jetzt gerade gekriegt? Rüstungsfläschchen. Was bist du? Verbrauchsgut. Erhöht die Rüstung für 2 Minuten um 30%. Mhm. Nicht schlecht. Ich glaube aber, das ist eher was für ein Tank, oder?
Also was heißt für ein Tank? Für einen Ritter halt, ne? Ja, komm. Ah, manchmal ist es noch ein bisschen verbuggt, ne? Cool. Ich freue mich irgendwie immer noch über unseren Begleiter, auch wenn er jetzt scheinbar noch nicht so die richtigen Funktionen hat. Finde ich trotzdem cool, dass wir einen haben. Auch wenn es erstmal nur eine Maus ist, finde ich trotzdem cool, dass wir einen haben. Okay, hier geht es in zwei Richtungen. Habe ich hier nicht gerade irgendwie aus dem Augenwinkel? Ich dachte so, ich hätte so ein Tonding gesehen. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, da ist eine Kiste. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich finde es ja schön, dass es hier ein paar Gegner gibt. Können wir gleich wieder weiter leveln. Aber ich denke mal, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, spätestens wenn wir diesen ja, ich möchte es Arbeitsstand nennen, aber weil mir einfach kein besseres Wort gerade einfällt, wenn wir Kupferplattenblock und Wiederschuppen, okay, nice. Wenn wir neue Rüstungen etc. bauen wollen, werden wir wahrscheinlich echt farmen müssen, ne? Hm, na gut, bleibt nicht aus, ist halt einfach so. Mal schauen, wie wir uns dabei dann anstellen. So, und da ist noch eine Kiste. Cool. Aua. Das hat ein bisschen wehgetan. Aber kein Tor, ne? Wir haben noch kein Tor gefunden. Ja, du kannst uns gar nichts. Du kannst uns ja mal sowas von überhaupt nichts. Okay, hier ist auch überall nichts, oder? Hm. Was kriegen wir hier Schönes? Oh, Raketen. Raketen? Hatten wir Raketen schon? Verbrauchsgut. Katapultier dich mit der Kraft einer riesigen Rakete in die Luft. Okay. Okay, aber es ist doch... Es gibt doch Fallschaden. Gut, ich probiere nochmal hier, weil irgendwie es sieht halt einfach immer aus, als würde es da weitergehen. Und ich habe keinen Bock, dass wir, weil wir zu faul sind zum Buddeln, deswegen an einem Gang vorbeigehen, der zum Beispiel zu einem Tor führt. Okay, hier geht's nicht weiter. Na gut. Na gut, rennen wir wieder nach oben. Ich glaube, ich mache das sogar ganz anders. Ich glaube, ich mache das so. Weil dann können wir nämlich gleich nochmal in den ersten Turm gehen. Oh, es ist hell. Können wir nämlich gleich nochmal in den ersten Turm gehen, weil da müssen wir ja nochmal nach ganz oben. Also, weil da war doch dann bestimmt obendrauf auch noch eine Kiste. Kiste, so ein sieht ein bisschen aus wie ein Sarg, oder? Nee, ist, oder ist... Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir wollen auf jeden Fall mal schauen, ob es hier oben auch was gibt. Ich vermute, ja. Oh, es gibt auf jeden Fall Gegner. Aus die Gab. Cool, ich habe ihn sogar getroffen. Ach Gott, cool. Treffe ich den so? Ja, ich treffe ihn so. Ja, sieht ein bisschen albern aus. Oh! Kaum haben wir getroffen und der Skill zündet, machen wir einfach mal mehr als das Doppelte an Damage. Meine Güte. Ja, und hier oben ist wieder eine Kiste, alles klar. Wäre ich echt dran vorbeigerannt. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Oh, was ist denn da? Da ist eine Katze eingesperrt. Oh. Habe ich die bei dem anderen Turm übersehen? Da gehe ich jetzt zwar nicht nochmal gucken, aber die befreien wir gleich. Haben wir dann damit einen Begleiter gefunden und müssen den gar nicht kaufen? Das prüfen wir gleich. Das wird geprüft. So. Ja! Wir haben... Oder? Leute, wir können Zoo aufmachen. Sonstiges. Aber die kann auch nichts, wa? Und wenn ich hierauf gehe... Null. Okay. Ob es andere gibt, die... Jetzt haben wir eine Katze dabei. Wie geil ist das denn? Ich, okay. Cool. Haben wir einen Begleiter gefunden. Das finde ich ja jetzt sehr nice. Das finde ich ja sehr nice. So, jetzt ist die Frage. Oh, da unten geht's auch rein. Da unten geht's auch rein. Da ist... Ich habe keinen Bock, jetzt runter zu latschen. Wir machen wieder diesen.
Cool, cool, cool. Also, Entschuldigung, aber ich komme da gerade nicht drauf klar. Finde ich ja geil. Also nicht nur, dass es Begleiter gibt, nein, wir können sie auch einfach so in freier Wildbahn, also was heißt freie Wildbahn, der war eingesperrt, aber wir können sie finden. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Aber mit dieser Erkenntnisse, meine Freunde, verabschiede ich mich für diese Folge in der Hoffnung, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und genau, wir beide freuen uns drauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also von daher, bis zum nächsten Mal, euer Showtime. Ciao.